Der nächste Morgen. In Kreuzberg haben Passanten den Notarztwagen verständigt. Auf dem Gehweg liegt ein verletzter Mann, der augenscheinlich Hilfe benötigt. Bei dem Verletzten handelt es sich um Kilian Stein, Emmas ehemaligen Vermieter. Hallo, können Sie mich verstehen? Ja. Wie ist denn Ihr Name? Ach, Kilian. Was ist da passiert? Ich glaube, er ist irgendwie von da oben runtergefallen. Können Sie bitte auf das Licht schauen? Richtig hinschauen. Okay. Wo tut's denn am meisten weh? Ja, im Arm und in der Schulter hier. Die hat mich da runtergeschubst. Runtergeschubst? Ja. Vom Balkon? Ja, ich wohne da oben. Okay. Wir werden Sie so schnell wie möglich ins Krankenhaus fahren. Der Krankenwagen ist schon unterwegs. Ja? Sie sagten, Sie wurden vom Balkon gestoßen. Ja. Dann werde ich wohl mal die Polizei anrufen und durch den Fall mal schildern, dass sich mein Herr darum kümmert. Okay? Sie ganz kurz auf ihn aufpassen. Ja, am besten wäre, wenn er sich nicht ganz so viel bewegt. Okay. Wirbelsäule könnte verletzt sein. Ja, wäre gut, wenn er sich hinlegen will. Zur gleichen Zeit probiert Emma im Polizeipräsidium gerade ihre neue Uniform an. Morgen soll offiziell ihre Ausbildung beginnen. Mein Hintern ist sonst nicht so dick, oder? Nein, aber ganz im Ernst, ich glaube, das schmeichelt uns allen nicht wirklich. Ach, na komm, dir schon. Du hast aber auch eine Hammerfigur. Warst Fitnesstrainerin vorher, oder? Ja, genau. Ich habe Sport studiert, aber ehrlich gesagt, mein Traum war es schon immer, Polizeikommissarin zu werden. Mhm. Ja, ich weiß, es ist noch ein langer Weg, aber ich freue mich drauf. Packst du schon, bin ich mir sicher. Emma Kaiser? Ja, das bin ich. Würden Sie mich bitte kurz vor die Tür begleiten? Ja, natürlich. Guten Tag, Frau Kaiser. Frau Kaiser, Sie müssen mitkommen zu uns aufs Präsidium. Wir haben ein paar Fragen an Sie. Warum? Worum geht es denn? Sagen wir mal so, wenn Sie einen Anwalt haben, dann sollten Sie den informieren, dass er auch aufs Präsidium kommt. Sie sind des versuchten Totschlags verdächtigt. Was? Wie bitte? Nein, das kann nicht sein. Ich würde nie irgendjemandem was antun. Kaiser, das klären wir alles auf dem Präsidium. Genau. Sie kommen jetzt bitte erstmal mit. Los. Emma versteht die Welt nicht mehr. Sie muss die Beamten begleiten. Parallel informiert sie umgehend Rechtsanwältin Helga Nachtigall. Nur wenig später erscheint die Juristin auf dem Präsidium, um ihrer Mandantin beizustehen. Diese hat ihr bereits die Umstände geschildert. Nun will die Anwältin Genaueres wissen. Ich habe gehört, dass Sie meiner Mandantin vorwerfen, dass sie hier versucht haben soll, irgendjemanden umzubringen. Um wen geht's denn da? Richtig, das ist ein gewisser Kilian Stein. Den soll sie heute Morgen vom Balkon gestoßen haben. Was soll ich getan haben? Nein, ich war das nicht. Ich würde so etwas niemals tun und ich war auch nicht in seiner Wohnung. Vielleicht erzählen Sie mal, was passiert sein soll. Ja, eine genaue Aussage liegt uns jetzt noch nicht vor. Herr Stein befindet sich zurzeit noch im Krankenhaus, daher kann er erst später vernommen werden. Fakt ist aber, Herr Stein hat Ihre Mandantin schwer belastet. Sie sollen heute Morgen in seine Wohnung gekommen sein und ihn anschließend mit einem gezielten Tritt vom Balkon gestoßen haben. Ich habe den Herrn Stein nicht getreten. Also. So eine kleine, zierliche Person, wie soll sie da das gemacht haben? Soweit wir wissen, ist ihre Mandantin ja Fitnesstrainerin und von daher durchaus dazu in der Lage. So ein gezielter Tritt erfordert jetzt nicht wirklich Kraft, sondern eher Technik. Nein, ich habe Herrn Stein nicht getreten. Wirklich nicht. Ich war auch nicht in seiner Wohnung. Man, ich würde doch so etwas nie tun. Frau Kaiser, wo waren Sie denn heute Morgen zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr? Ja, ich war in meinem Bett. Kann es irgendjemand bezeugen? Nein, es kann niemand bezeugen. Ich meine, mein Freund Luis, der muss immer so früh aufstehen, der muss auf die Arbeit. Und Selina war auch schon weg, als ich aufgewacht bin. Also, der Herr Stein hat uns gegenüber Andeutungen gemacht, Sie hätten durchaus ein Motiv gehabt, ihn anzugreifen. Können Sie sich darunter irgendwas vorstellen, was er damit gemeint haben könnte? Also, wir können uns eine ganze Menge vorstellen. Aber das Motiv, das erfragen Sie doch bitte mal bei Herrn Stein selber. Hm? Auf jeden Fall sind die Kollegen von der Spurensicherung gerade am Tatort. Dort wird DNA- und Fingerabdruckspuren genommen. Das wird sicherlich was ins Tageslicht bringen. Wäre es denn ausnahmsweise möglich, dass ich mit zum Tatort gehe? Ich würde mir gern diesen Balkon mal, diesen Fenstersturz angucken. Frau Kaiser wollten wir mitnehmen. Ja? Ja. Können Sie ausnahmsweise mal mitkommen. Frau Kaiser, Sie müssten aber noch erkennungsdienstlich behandelt werden jetzt. Ja? Sagst du bitte den Kollegen Bescheid, dass sie Sie mitnehmen. Und gehen Sie mit meiner Kollegin bitte mit gleich und Sie warten dann kurz draußen. Jawohl. Ja? Keine Angst, wir kriegen das schon hin. Sie ziehen Sie erstmal um und dann sehen wir uns nachher, ja? Dann kommen Sie beide mit. Mit mir.
Das sind schon sehr schwere Vorwürfe, die der Herr Stein hier gegen meine Mandantin erhebt. Ich muss Sie unbedingt aus der Schusslinie holen, denn das könnte ganz schwere Folgen für Sie haben. Aber jetzt gucke ich mir erst mal den Balkon an und da bin ich wirklich gespannt auf dieses Ding. Gemeinsam mit den Beamten und ihrer Mandantin fährt die Anwältin zur Wohnung von Kilian Stein. Sie beide würde ich jetzt erstmal bitten, hier zu bleiben. Fassen Sie bitte nichts an. Wir schauen uns erstmal auf dem Balkon um, ja? Versprochen. Alles klar, danke schön. Verstehe das nicht. Ich war noch nie in dieser Wohnung. Ja, ja, ich verstehe das alles nicht. Ich habe mir das auch schon von unten angeguckt. Das ist ja unmöglich. Also das funktioniert ja gar nicht. Und wie sollen Sie da dann bitte mit den Beinen da so ihn darüber gehievt haben? Das ist ja. Ja, das geht Quatsch. Ja auch nicht. Wie soll ich ihn denn da geschubst haben? Auch wenn ich sportlich bin, das kriege ich nicht hin. Absoluter Quatsch. Ich habe gerade einen Anruf vom Krankenhaus bekommen. Also Herr Stein hatte Glück. Er hat sich lediglich die Schulter ausgekugelt und den Arm gebrochen. Und dann habe ich noch eine Information bekommen, der Ausbilder von Frau Kaiser ist gerade auf dem Weg hierher. Ja. Der müsste gleich hier sein, der will wohl irgendwie ein paar Fragen stellen oder was besprechen mit ihr. Ich warte dann draußen auf ihn einfach, würde ihn da in Empfang nehmen. Kommst du alleine klar? Ja, mach das, gehe ich erst mal kurz raus. Alles klar. Es bleibt beim versuchten Tötungsdelikt, weil aus der Höhe hätte der Mann sein Leben lassen können. Ja, hätte. Hätte ich es getan, habe ich aber nicht. Darf ich jetzt mal auf den Balkon treten? Jetzt dürfen Sie ausnahmsweise, kommen Sie. Da habe ich aber Glück. So, also mit hätte, den Spruch kennen Sie ja sicherlich, den lassen wir jetzt hier mal weg. Hier soll der runtergefallen sein. Ja, das ist der Balkon. Aha, und meine Mandantin hat ihn hier so rübergehoben. Das bezweifle ich ganz stark. Gesprungen sein wird er ja wohl nicht. Auch vor allen Dingen, wenn er da runtergefallen ist, dann hat er sich nur die Schulter ausgekugelt und den Arm gebrochen. Also der hätte sich beide Beine gebrochen oder ich weiß nicht was. Da fallen mir noch ein paar andere Sachen ein. Da sind Sie Expertin, ja? Ja, bin ich. Gut, ein Glück haben wir ja auch Experten bei uns. Na, die werden das dann abschließend beurteilen. Das werden wir doch mal sehen. Gut. Alles klar. Bitte. Gut. Also das ist ja wohl nicht glaubhaft, was Sie jetzt hier erzählen. David, das da ist er. Der Ausbilder von Frau Kaiser. Ich hoffe, ich störe nicht. Ich habe die Möglichkeit, ein paar Worte mit Frau Kaiser draußen zu wechseln. Ja, ja. Ist in Ordnung. Können Sie mitnehmen, ich brauche die beiden hier eh nicht vor Ort. Okay. Ich bin Rechtsanwältin Nachtigall, das ist meine Mandantin, ich würde gerne mitkommen. Ja, kein Problem. Na, dann kommen Sie, Frau Kaiser. Wir schauen uns noch ein bisschen ja, um. Ja. Ich wollte mich noch mal entschuldigen, dass ich den Rest von der Probe nicht da war. Ich werde morgen auf jeden Fall da sein. Frau Kaiser, deshalb bin ich hier, wollte mit Ihnen darüber reden. Ihnen dürfte wohl klar sein, sofern Sie wirklich einen versuchten Mord begangen haben, dass Sie Ihre Ausbildung als Polizistin nicht weiter antreten können. Sie war nicht beteiligt. Davon gehen Sie mal bitte aus. Sollte Frau Kaiser in diesem Fall verurteilt werden, müsste sie die Ausbildung sowieso abbrechen. Die Kosten für die Ausbildung müssen Sie zurückzahlen. Bis sie verurteilt ist, da warten wir mal noch. Und bis dahin gilt erstmal die Unschuldsvermutung. Das ist schon heftig. Erst nutzt der Herr Stein meine Mandantin schamlos mit dieser Webseite aus und jetzt bezichtigt er sie auch noch fälschlicherweise einer Straftat. Also wenn der nicht ganz gute Argumente hat, dann kann er jetzt was erleben. In Berlin wird Helga Nachtigalls Mandantin Emma Kaiser des versuchten Totschlags verdächtigt. Ihr ehemaliger Vermieter Kilian Stein behauptet, sie hätte ihn vom Balkon gestoßen. Ihre Anwältin vermutet einen Racheakt. Zusammen mit Emma und deren Freund Louis besucht die Juristin Kilian Stein im Krankenhaus, um ihn zur Rede zu stellen. Ich sag mal, spinnst du? Ob ich spinne? Was laberst du für eine Scheiße bei der Polizei? Hat man den Zehen geschissen oder was? Herr Beck, kommen Sie, also wir geben sich nicht auf dieses Niveau. Was wollt ihr alle hier? Die darf sich sicherlich nicht mir nähern, da gibt's so Gesetze. Ja, sie mit ihren Gesetzen. Ey, ganz im Ernst, ich bin doch keine Stalkerin. Was denkst du dir eigentlich mit deinen Lügen, ne? Nur weil ich mich gegen diese komische Webseite gewehrt habe? Es ist doch so, Herr Stein, dass Sie bei der Polizei behauptet haben, dass meine Mandantin Sie angegriffen hat. Und Sie wissen doch ganz genau, dass das gelogen ist. War das Rache oder was ist das? Das ist überhaupt nicht Rache. Ja, ihr wisst doch gar nicht, wie die drauf sein kann, die falsche Schlange. Ja? Sie war bei mir heute früh zu Hause und wollte, dass ich meine Schnauze halte. Und als ich damit nicht einverstanden war, hat sie mir den Tritt gegeben. Das haben Sie doch erfunden, Herr Stein. Das wissen Sie doch ganz genau. Was erzählst du denn da für eine Scheiße? Wir kennen uns doch beide gar nicht. Wir kennen uns nicht, ja? Soll ich's Louis sagen oder machst du's? Was? Ja, wir beide hatten nämlich eine Affäre. Wochenlang. Und wir haben's, wir haben's auch in der WG getrieben. Ja, ich habe Videoaufnahmen davon. In HD. Ich glaub dir kein Wort. Ja, ich kann's dir zeigen. Ich habe die Aufnahmen oben. Ja, dann her damit. Auf meinem Krankenzimmer. Ja, sag ich doch her damit. Schatz, beruhig dich. Das ist alles gelogen. Das stimmt doch gar nicht. Die werde ich definitiv jetzt holen und dann werdet ihr alle sehen, ja, was das eigentlich für eine falsche Schlange ist. Aha. Schade, dass Sie bei Ihren Behauptungen bleiben. Aber gehen Sie mal und holen Sie mal.
Herr. Schatz, das ist nicht wahr. Das ist gelogen. Schatz, ich vertraue dir. Ich glaube dem Typen eh kein Wort, ja? Der labert eh nur heiße Luft. Ja. Warten wir mal ab, was er da bringt. Und dann gucken wir uns das mal an und dann sehen wir mal weiter. Also noch nicht aufregen. Ich habe mir wirklich nichts vorzuwerfen. Ich meine, Louis hat schon recht. Kilian, seine Lügen werden gleich aufgedeckt. Nur das Einzige, was mich wirklich verunsichert, ist, dass er gerade so selbstbewusst war. So, ich habe hier den USB-Stick. Jetzt gucken wir uns das mal beide an. Ja. Bin mal gespannt, was er da präsentiert. Ich habe das zwar schon gesehen, aber Sie gucken da jetzt auch noch mal drauf. So, jetzt starte ich das Video. Okay. Wo ist der Cursor? Da ist er. Und auf geht's. Ja. So, können Sie es sehen? Ja. So, und das ist das Wohnzimmer der WG, richtig? Ja, ja, natürlich ist das das Wohnzimmer der WG. Ich meine, die Frau sieht mir ja auch sehr ähnlich. Aber ich bin das nicht. Ich bin das wirklich nicht. Emma, schwörst du, dass du das nicht bist? Also ist es zumindest dein Kleid. Ja, das ist aber, glaube ich, auch alles, Herr Beck. Also Sie werden doch wohl erkennen, dass das nicht Emma ist. Gucken Sie sich doch schon mal allein die Haare an. Also das ist ja viel zu viel Haare und dann ist sie auch viel zu groß, die Frau. Das ist ein Fake. Das ist für mich eindeutig. Hm? Sehen Sie das nicht so? Ja, ja natürlich. Ich meine, ich bin das wirklich nicht. Ich hätte doch auch niemals was mit diesem Idioten angefangen. So, also, ich würde noch mal zu der IT-Firma fahren, zu dem Herrn Berger. Und lass den dann noch mal drauf gucken, ob der meine Vermutung bestätigt. Und dann sehen wir weiter. Hm? Also noch nicht aufregen. Okay? Tschüss. Louis, du glaubst mir nicht, habe ich recht. Ja, Emma, ganz ehrlich, nach allem, was ich jetzt gesehen habe, erstens ist es eure WG, zweitens sind Sachen von dir zu sehen, das heißt, es muss definitiv vor deinem Auszug gewesen sein. Mann, Louis, ich bin nicht diese Frau auf dem Video. Ja. Louis, ich würde dich doch niemals betrügen. Louis, bitte. Ich brauche erstmal meine Zeit zum Nachdenken, ja, und es ist auch besser, wenn wir uns erstmal nicht wiedersehen, ja? Ist das jetzt dein Ernst, Louis? Das ist doch nicht dein Ernst. Emma? Wir können einen Deal machen. Du gehst in meine Wohnung, ich gehe zu meinen Eltern und ich brauche erstmal wirklich meine Zeit für mich und wir werden uns auch erstmal nicht wiedersehen, ja? Louis! Nix, Louis. Louis, jetzt bitte warte doch! Louis! Du kannst mich doch nicht stehen lassen! Emma hat alles verloren. Ihre Wohnung, ihren Ausbildungsplatz und nun auch Louis. Ihre einzige Hoffnung ist Helga Nachtigall. Am nächsten Morgen arbeitet die Anwältin unter Hochdruck daran, die Fälschung des Videos zu beweisen. Dabei setzt die Juristin auf die ihr bekannte IT-Firma. Sie müssen mir bitte unbedingt noch mal helfen. Ich habe hier so einen USB-Stick mitgebracht, da ist was drauf, was Sie sich bitte unbedingt angucken sollen. Na dann schauen wir mal nach. Weil Sie sehen da bestimmt mehr als ich. Irgendwas stimmt mit diesem Video nicht. Ah, Video. Gucken Sie doch mal da drauf. Sie meinen das Video. Ja, genau, das meine ich. So, sehen Sie da irgendwas, was falsch sein könnte? Wie lange geht es denn? Okay. Ja, ist ja vielleicht ein bisschen länger. Also, Details müssen wir vielleicht nicht angucken. Das ist, warten Sie mal, jetzt muss ich mal vergleichen mit den Bildern von hier. Wenn Sie hier mal gucken, das ist ja die Kameraeinstellung. Im Wohnzimmer. Das im ist im Wohnzimmer von den Bildern. Ja. Ich kann halt sehen, dass es eine andere Kamera gewesen ist. Vergleichen. Also wenn man es nochmal vergleicht, gucken Sie mal hier, das ist so ein bisschen schief und die Kameraeinstellung sieht anders ja, aus. Ja, aber vergleichen ist richtig. Machen Sie nochmal zurück. Machen Sie nochmal zurück. Das Bild da hinten. Ja. Und jetzt das andere? Das ist doch ein anderes Bild. Das ist ein anderes Bild, das wäre mir nicht aufgefallen. Ja, das ist ein anderes Bild. Und da meine Mandantin dieses Bild, was auf diesem Wohnzimmerfoto drauf ist, mitgenommen hat bei ihrem Auszug, ist das ein anderes Bild. Also ist kann das danach ja nur danach aufgenommen. Genau, das ist später aufgenommen. Und die Dame da ist sowieso sehr suspekt, die ich da sehe. Okay, also aber das Video ist gefaked. Würden Sie das auch sehen? Das könnte man nachweisen. Also das Bild ist definitiv ein anderes. Ja. Und wenn sie das mitgenommen hat, dann muss es danach aufgenommen worden sein. Okay, dann muss ich meine Mandantin damit mal konfrontieren, mal sehen, was sie dazu sagt. Und dann muss ich mal herauskriegen, wer die Dame da ist. Sie haben mir sehr geholfen, das wusste ich. Ich könnte Ihnen einen Vergleich machen, dass man beide nebeneinander sieht. Das wäre toll, das wäre toll. Das mache ich Ihnen gleich fertig, gut. Frau Nachtigall. Wenn Sie mir das auf meinen Rechner schicken, ja, und dann kann ich das also noch mal angucken und auch beweisen. Schick Herr Berger, ganz toll, vielen Dank. Vielen Dank, viel Erfolg. Es gibt doch Leute, die Ahnung haben. Dankeschön.
Ich wusste, dass meine Mandantin die Wahrheit sagt. Und der Herr Stein, der hat schon wieder versucht, uns zu betrügen. Ich fahre jetzt noch mal in die WG, um herauszufinden, wer diese ominöse Frau ist. Und wenn ich Beweise finde, dann habe ich diesen Herrn Stein am Haken. Anwältin Helga Nachtigall hat eine heiße Spur und will diese sofort überprüfen. Sie fährt mit Emma zu ihrer alten WG, um nach Beweisen zu suchen, die zeigen, dass das Video nachgestellt und ihre Mandantin unschuldig ist. Ich bin gespannt, ob wir was finden. Hi. Oh, Emma, was willst du denn hier? Ach komm, Lara, ich hab ein paar Sachen vergessen. Die wollte ich jetzt einfach abholen. Besteck, Gläser. Ja, ist ja komisch, bist du schon ausgezogen. Hättest du nicht gleich mitnehmen können? Ja, ich hab's vergessen. Ja, dann müsst ihr reinkommen. Ja, danke. Hallo, ich helfe nur tragen. Für Besteck und Gläser. Ja, hier. Okay. Gut, dann macht aber hinne und ich will die Sachen vorher sehen, damit es klar ist, ja? Ach Mann, denkst du, ich klau dein goldenes Besteck? Ja, ja, ich zeig's dir jetzt nicht. Mach und dann sag mir Bescheid. Ja, ist gut. Ich habe auch noch wichtigere Sachen zu tun. Ich bin am Telefonieren. Frau Nachtigall, ja, das, was ist? Ja, das sind noch die Bilder von Selina. Ja. Ich meine, die müsste ja hier ausgezogen sein. Na ja, gut, aber... Lara! Lara! Was? Ja, sag mal, hast du eine neue Nachmieterin? Soll ich denn mit einer neuen Nachmieterin? Ja, hier sind überall Bilder von Selina. Selina zieht doch aus. Ja, was interessieren dich denn die Bilder von Selina? Ja, die zieht doch aus. Nee, Selina wohnt hier noch. Sie war gestern Abend bei mir und hat gesagt, sie muss hier ausziehen, weil Kilian die Miete erhöht hat. Ja, komischerweise ist sie gerade nur unterwegs, was Schönes für uns zu besorgen. Alles gut bei uns. Und jetzt packt eure Sachen und geht wieder. Ich habe noch andere Sachen zu tun. Ja, okay, gut. Ja. Also dieses Bild oder dieser Kunstdruck ist nicht da. Ich guck gerade, wenn da die Kamera steckt in diesem Blumentopf, müsste das Bild hier sein, aber da ist es nicht. Selina war doch gestern Abend bei mir. Ja? Und sie hat mir erzählt, sie muss hier ausziehen, weil Kilian die Miete erhöht hat. Sie kann sich die Miete nicht mehr leisten. Und ich meine, Lara hat jetzt gerade gesagt, sie bleibt. Ja, das heißt, sie hat mich angelogen. Ich habe das gerade gehört. Und das schon wieder. Ja. Meinen Sie, die stecken hinter einer Decke, Kilian und Sie? Das genau das Gleiche habe ich auch schon gedacht, dass die beiden unter einer Decke stecken und dass die gemeinsame Sache machen, was auch immer. Jetzt gehen wir mal in Selinas Zimmer und gucken, ob wir irgendwas finden. Ja, 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 los. Ja, okay. Los. Kommen Sie. Ja. Ich folge Ihnen unauffällig. Hier ist Ihr Schrank. Ja. Also ich sehe hier nichts. Und das ist das Kleid, was die Frau auf dem Video anhatte, mit Kilian. Und was ist das hier? Eine wunderbare Perücke, die sehr schön zu ihren Haaren passt. Das ganze Video ist gefaked. Das war Selina, die in dem zu sehen war, in dem Video. Natürlich. Und was machen wir jetzt? Das legen wir alles zurück. Das sind Beweise. Wir wissen, wo sie sind. Wir haben sie gesehen. Machen Sie zu. Oh mein Gott. Also steckt Selina wirklich mit Kilian? Meine Freunde. Ja, offensichtlich ist das so. So, wir gehen jetzt zur Polizei. Und dann werden wir uns den Herrn Stein vorknüpfen und ihn mit diesen Beweisen konfrontieren. Ich möchte jetzt sofort Selina gehen. Nee. Wir gehen zuerst zur Polizei und dann zu Herrn Stein. Das ist viel wichtiger erstmal. Und werden Herrn Stein nicht nur mit diesen Beweisen konfrontieren, sondern auch noch mit seinem Fenstersturz oder Balkonsturz oder wie. Und dann nimmt er vielleicht die Anzeige zurück. Okay. Ja, los. Sie haben recht. Ja. Anwältin Helga Nachtigall kann beweisen, dass Emma Kaiser ihren Vermieter Kilian Stein nicht, wie von ihm behauptet, vom Balkon gestoßen hat. Auch das Video, das einen Verführungsversuch ihrer Mandantin zeigen soll, entpuppt sich als Fälschung. Damit will die Juristin den Content Manager nun konfrontieren. Hallo Herr Stein. Entschuldigen Sie bitte, aber wir wollten ganz kurz mal mit Ihnen reden. Vielleicht können wir reinkommen, das müssen die Nachbarn nicht hören. Ja, das würde ich Ihnen gerne drinnen sagen. Und lassen Sie uns mal rein. Ja, kein Problem, überhaupt kein Problem. Sie können sich vielleicht vorstellen, worum es geht. Es geht um das Video. Ja doch, es ist interessant, was wir Ihnen dazu sagen haben. Ja, was haben wir denn zu sagen? Ja, eine ganze Menge. Selina, das ist nicht dein Ernst! Du hast nicht wirklich was mit diesem Typen! Es ist nicht, wie es aussieht. Oh, ich finde, es scheint schon so zu sein, wie es hier aussieht. Und das ist sehr authentisch, finde ich. Und Sie waren auch in dem Video sehr authentisch, Selina. Denn Sie haben in dem Video nämlich Emma gespielt. Selina hat damit überhaupt nichts zu tun. Wovon sprechen Sie überhaupt hier? Das ist
brauchen Sie jetzt gar nicht abzuwiegeln. Also das ist eindeutig. Dass wir das Kleid gefunden haben, ist eindeutig. Dass wir die Perücke gefunden haben, ist eindeutig. Und Selina hat Emma gespielt. Eine reife schauspielerische Leistung. Hm? Hey, ganz im Ernst, Selina. Ich hab dir so vertraut. Du warst meine Freundin. Ich wollte dir sogar helfen. Helfen? Einen Scheiß hast du getan. Du hast uns erst alles kaputt gemacht. Ist das Video gefaked? Ja, klar ist das gefaked. Die hat's ja auch nicht anders verdient. Die ist in unsere Bude gekommen. Und wir haben... Ja. Sie wollte eigentlich mitmachen. Ja. Und nach dem... gucken Sie sich doch mal an. Ja, die ich weiß. Hätte da super reingepasst. Gut. Und nach dem Video war so schlimm, dann sind Sie vom Balkon gesprungen, oder was haben Sie gemacht? Wie haben Sie sich diese Verletzung zugezogen? Ja, klar, ich bin von so einer Mauer gesprungen. Von der Mauer. Tut mir leid, dass Sie sich dann die Verletzung zugezogen haben. Das ist, wir haben hier nichts mehr zu sagen und auch nichts mehr zu tun. Nee, ich bin einfach nur fassungslos. Ihr seid beide so krank. Ich möchte jetzt auch einfach nur noch gehen. Ja, das machen wir auch. Du kannst doch nicht einfach... Was? Was, Selina? Was kann ich nicht einfach? Ganz im Ernst, ich will nichts mit dir zu tun haben. Du hast sie nicht mehr alle. Wir kennen uns nicht mehr. Drei Wochen später. Nachdem Helga Nachtigall das falsche Spiel des Vermieters entlarvt hat, wurden alle Vorwürfe gegen Emma fallen gelassen und sie durfte ihre Polizeiausbildung beginnen. Heute ist die offizielle Einführungsveranstaltung und die 29-Jährige wartet ungeduldig auf ihre Eltern. Von ihrem Freund Louis hat sie seit dem Streit nichts mehr gehört. Leicht sagen, ja, deine Eltern sind schon drin. Und bei mir super, wieder zu spät. Deine sind ja auch schon drin. Hey, dabei bin ich sowieso schon so aufgeregt, ja. Ich meine, das ist das erste Mal, dass sie mich so sehen und ich bin so gespannt, was sie dazu sagen. Steht dir aber super. Danke, aber trotzdem bin ich so aufgeregt. Ja, komm, dann lass uns mal reingehen. Nicht, dass die Neuronen uns anfangen. Kein Stress aufkommen lassen. Wir sind jetzt Beamte. Wir müssen das in Zukunft langsam angehen lassen. Geiler Spruch. Da hast du recht. Emma, ich glaube, da kommt Besuch für dich. Hi. Hi, was machst du denn hier? Ja, deine Eltern haben mir gesagt, dass heute deine Einführung ist. Und ja, da wollte ich halt ein bisschen überraschen und dir zur Seite stehen. Ja. Ja, das ist auch lieb von dir, aber du hättest ja nicht extra kommen brauchen, deswegen. Ja, ich weiß, hör zu. Ich weiß, ich habe ein bisschen Scheiße gebaut. Ich hätte dir einfach vertrauen müssen. Und das habe ich leider nicht. Ja, wie gesagt, es tut mir halt wirklich sehr leid. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Spaß heute. Und ja. Ja, ich meine, du hast mich ja schon wirklich gekränkt damit, ne? Ja. Wie gesagt, ich weiß, ich war halt ein Idiot in dem Moment und ich will dich jetzt auch gar nicht länger aufhalten, deswegen, die sind für dich. Danke. Ich wollte dir nochmal sagen, ich wünsche dir viel Spaß für heute und lass ordentlich die Sau raus, ne? Danke. Wir sehen uns dann, ciao. Komm, Emma. Ach Mann, meine Fresse, jetzt mach schon. Halt ihn auf. Meinst du wirklich? Ja, schau ja. Doch. Louis! Warte mal. Ich meine, würdest du vielleicht doch mit reinkommen wollen? Klar, sehr gerne sogar. Klar. Meine Eltern sind auch noch nicht da und da würde ich mich schon... Ja, einen Moment, ich komme gleich. Da würde ich mich schon freuen, wenn du mir so ein bisschen den Rücken frei hältst. Ja, natürlich, das mache ich dir super gerne, klar. Hab dich auch extrem vermisst, wollte ich auf jeden Fall nur mal sagen, ne? Richtig auch. Ja? Komm, lass es. Emma und Louis haben wieder zueinander gefunden und wollen ihrer Beziehung eine zweite Chance geben. Sie suchen nach einer gemeinsamen Wohnung, während sich die WG inzwischen aufgelöst hat. Vermieter Kilian Stein wurde wegen falscher Verdächtigung und Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches zu einer Bewährungsstrafe von 2 Jahren verurteilt. Emma und Louis können endlich wieder unbeobachtet ihre Zweisamkeit genießen.